Was da drin geschieht, ist unverzeihlich. Es gibt nichts, was mich mit diesen Menschen verbindet. Einige Gegenstände auf der Liste sind beschädigt worden, Herr Oberleutnant. Was sollen wir damit tun? Vorsichtig einpacken. Ich komme gleich. Jawohl, Herr Oberleutnant. Der einzige Mensch, mit dem mich etwas verbindet, bist du. Ein Gebiss, ein Porzellanservice, irgendwelche Haushaltsgegenstände mit sentimentalem Wert. Ich kratzte jeden Krümel zusammen, den der Feind mir gab. Überall wurde getuschelt. Manche sahen in mir eine Kollaborateurin. Andere bewunderten meinen Mut. Doch niemand ahnte, wie es wirklich in mir aussah. Das meiste konnten wir retten. Sollte etwas beschädigt sein, entschuldige ich mich. Gut gemacht. Endlich hat jemand den Mut, diesen Drecksäcken die Stirn zu bieten. Wie sagt man Bestechung auf Französisch, Bonnet? Es wäre mir lieber, wenn Sie es als Geschenk betrachten würden. Als Geschenk? Könnten wir darüber alleine reden? Das ist ja eine sehr empfindliche Angelegenheit und... Lassen Sie uns alleine, Bonnet. Entschuldigung. Setzen Sie sich. Bitte. Danke. Es geht um den Aufenthalt des Offiziers Bonnet bei uns im Chateau. Er kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Ich lege großen Wert darauf, dass meine Leute entsprechend untergebracht sind. Sicher, sicher. Und alle Einwohner von Bussy unterstehen dem Gesetz. Egal, ob man jetzt Bürgermeister ist oder Vicomte. Das verstehen Sie doch, oder? Es geht um meine Frau. Sie kommt mit der Idee nicht klar, dass irgendjemand bei uns wohnt. Könnten wir vielleicht etwas anderes als unser Haus anbieten? Was mache ich mit meinem Oberleutnant? Ich bin davon überzeugt, dass wir ihn woanders unterbringen können. Er könnte auf dem Labarie-Bauernhof bleiben. Der gehört zu unserem Landbesitz. Als mich dem Takt der Deutschen zu beugen. Wurde Ihnen jemand zugeteilt? Ein Offizier. Guten Abend. Wir sehen ihn nicht an, wir sprechen nicht mit ihm. Das Klavier gehört Ihnen, vermute ich. Ich sehe alles, was in diesem Haus vor sich geht. Der Deutsche in meinem Haus stellt Madeleine nach. Der Offizier, der bei Ihnen wohnt. Ich spreche nicht mit ihm. Da habe ich was anderes gehört. Darf ich Ihnen etwas vorspielen? Dieser Deutsch ist unser Feind. Verstehst du das? Ich habe mit diesen Menschen nichts gemeinsam. Der einzige Mensch, mit dem ich etwas gemeinsam habe, bist du. Ihr Offizier leitet den Suchtrupp nach meinem Mann. Aufschwärmen! Sie sind die Einzige, die ihm noch helfen kann. Sie denken, dass du jemanden versteckst. Wenn ich auch nur den leisesten Verdacht hätte, wäre es meine Pflicht, dem nachzugehen. Feuer!
vorsichtig mit deinem Leben. Ist es dir denn kostbar? Es ist mir sehr kostbar.